Werbung macht für irgendwelche Firmen aus kommerziellen Gründen für Regenschirme oder ähnliches. Es ist ganz schlicht und ergreifend eine öffentliche Ausstellung, auch zum und gerade zum Mitmachen. Entstanden ist diese Ausstellung aus dem Bedürfnis heraus, sich solidarisch zu erklären mit Flüchtlingen aus dem Iran, die in Würzburg unter menschenunwürdigen Bedingungen eingeknastet waren. Ich sage deswegen eingeknastet, weil die dort in einer ehemaligen Kaserne, die schon der Wehrmacht zur Unterkunft diente, untergebracht wurden. Unter unmenschlichen hygienischen Bedingungen, zusammengepfercht wie Tiere, haben die Menschen sich entschlossen, dort in den Hungerstreik zu treten. Das war Anlass, Anfang April hier mit Umbrella Peace Art Berlin auf die Straße zu gehen, unseren Unmut zu formulieren und Sie auch, liebe Zuschauer, aufzufordern, auch euren Unmut oder eure Träume und eure Wünsche zu formulieren. Das kostet nichts. Es ist for free. Wir verkaufen diese Regenschirme nicht. Ja, wenn jemand nähere Informationen möchte zu der Situation der Flüchtlinge, zurzeit ist am Heinrichplatz in Kreuzberg, das ist so zwischen Görlitzer Bahnhof und Cottbuser Tor am Heinrichplatz, ist ein Flüchtlingscamp aufgebaut. Dort informieren Flüchtlinge, wie es wirklich ausschaut. Dort informieren Flüchtlinge, warum sie aus ihrer Heimat vertrieben werden. Im Grunde genommen ist es unser Konsum. Es sind unsere leckeren Fischstäbchen, denen dort einfach die Lebensgrundlage entzieht. Die Europäische Union hat die Fischereirechte vor den afrikanischen Küsten aufgekauft, um dort mit dicken Trailern nun zu fischen. Und das treibt die Leute aus ihren Ländern in Nussschalen über das Meer, wovon viele ertrinken, wo eine Kriegsarmee namens Frontex die EU-Außengrenzen schützt und eben diese Menschen, für deren wir Leid mitverantwortlich sind, durch unseren Konsum, durch den Kauf eines T-Shirts zum Beispiel der Firma Kick, dafür bezahlen sie 5 Euro, ankommen, tut im Herstellerland 75 Cent. 75 Cent für ein T-Shirt, was in Kinderarbeit hergestellt wird. Es gibt dort keine Arbeitsschutzbestimmungen. Es gibt dort keine Berufsgenossenschaften, die über Chemikalien oder Ähnliches aufklären. Die Menschen arbeiten dort ein paar Jahre, bis sie Hautausschläge bekommen oder Krebs oder Ähnliches. Und wir kaufen bei Kick ein T-Shirt für 5 Euro. Für nur 5 Euro haben sie ein wunderschönes T-Shirt und das Elend der Welt am Leib. Denn von den 75 Cent, die im Herstellerland ankommen, ist das noch lange nicht für die Arbeiter dort. Die Arbeiter dort bekommen pro Tag eine Handvoll Reis. Ja, und so ist dieses selbstgemachte Elend, diese Flüchtlingsproblematik, die wir ja angeblich hier in Deutschland haben, eine hausgemachte Geschichte. Die Menschen, denen bleibt gar keine andere Wahl, weil große Fischtrailer der Europäischen Union die Fischgründe leer fischen an den Küsten, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als in ihre Nussschalen zu steigen, in ihre kleinen Fischerboote und ihr Glück in Europa zu versuchen. Nur wenige schaffen das. Die, die es schaffen, landen auf Lampedusa in Kasernen, von Soldaten bewacht. Es ist unmenschlich, wenn man überlegt, dass da zum Teil auch Bürgerkriegsflüchtlinge herkommen, die ja wohl Militär nicht als Schutzmacht empfinden zu ihrer Sicherheit, sondern die davon ausgehen, dass dieses Militär das tut, was es in ihren Heimatländern getan hat, töten. Diese Menschen haben Angst, nicht umsonst. Denken Sie bei Ihrem nächsten Einkauf daran. Denken Sie einfach daran, wie schön sich dieses T-Shirt von Kick für 5 Euro auf Ihre Haut anfühlt. Denn der Mensch, der diese T-Shirts führt, färbt, der spürt seine Haut nicht mehr. Sie ist vergiftet. Mit Pigmenten durchsetzt. Für 5 Euro bei Kick, jetzt im Sonderangebot. Ihr könnt doch nach C&A gehen oder in eine Edelboutique.
Da bezahlt ihr etwas mehr. Mehr Profit. Auch davon kommt nicht viel mehr bei den Leuten an. Ja, was sollen sie machen? Die Leute haben keine Lust zu hungern. Die Leute haben keine Lust, die Waffen zu bedienen, die wir ihnen liefern, um ihre Hungerkonflikte auszutragen. Aber wir leben gut hier. Ein schönes Land. Wir müssen nicht überlegen, was wir in Syrien tun können. Wir müssen nicht überlegen, was wir im Irak tun können. Wir müssen überlegen, was wir hier tun können. Am 31. jetzt in Kassel Panzerschmieden besetzen, nicht mehr rauslassen, blockieren, blockiert die Rüstungsindustrie. Oder seid sarkastisch, liefert Waffen. Okay, dann bringen die Hungerleider sich eben um, ne? Gibt's weniger Elend, ne? Und mehr Profit noch für unsere Waffen. Wer macht sich Gedanken darüber, wie vieler Mensch letztendlich in Indonesien an den leckeren Adidas- oder Nike-Turnschuhen verdient, die hier saisonweise alle 3 Monate ein neues Modell rauskommt für nur 99,99. Und die 99,99, damit können Sie sich auch noch Ihr Gewissen entlasten. Das ist ganz einfach. Sie müssen sich nur mehr T-Shirts kaufen. Viel hilft viel. Ist ja für die Menschen gut, ne? Wenn wir denen T-Shirts kaufen, haben die da drüben Arbeit. Nachhaltiges Wirtschaften. Schonender Umgang mit Ressourcen, mit Wasser, mit Luft. Davon sind wir so weit entfernt. Ja, weiß ich nicht, wie vor 500 Jahren hier jemand ins Mikrofon sprechen konnte. So weit sind wir davon entfernt. Und ich denke, wenn es so weitergeht, Freunde, dann müsst ihr euch noch rasch ein paar T-Shirts kaufen, weil es wird ganz schön kalt hier, wenn das Öl alle ist. Oder nur noch die Leute Benzin bekommen, damit sie zur Arbeit fahren können. Für andere gibt es kein Benzin mehr. Ihr müsst zur Arbeit. Die Grünen hat man vor ein paar Jahren noch ausgelacht. Okay, ich lache heute auch über die. Aber damals hat man aus einem anderen Grund über die gelacht. Da hatten die gesagt, Autofahren wird teuer, der Liter Sprit bis 5 Mark kosten. Da ging ein Aufschrei durch die Gemeinde. Ja, was kostet das heute umgerechnet in D-Mark? Sind wir auf 3,40 Mark für einen Liter Sprit? Und das liegt nicht an den bösen Grünen. Hey Leute, das liegt an euch, dass ihr eure kleinen Scheißfüße nicht mehr bewegen könnt und alles im Auto erledigen müsst. Zigaretten holen, Schritten holen morgens früh, mal ganz kurz, hopp, hopp. Im Auto, wenn man irgendwo in einer fremden Stadt ist, ja, was macht man? Und nimmt sie Mietwagen, ne? Man will ja unabhängig sein, ne? Wir brauchen jetzt Mietwagen hier in Berlin als Tourist. Also ich muss sagen, ich wohne hier in Berlin seit 30 Jahren. Ich habe keinen Führerschein, ich habe hier noch nie ein Auto gebraucht. Könnt ihr mir sagen, warum die Touristen hier Mietwagen nehmen? Aber ihr tragt schöne T-Shirts, Leute. Ist korrekt. Macht euch keine Sorgen, uns geht's gut. Wir leben gut. Hier gibt's kein Elend. Wir werden ja eingefriedet mit Hartz IV und anderen Sozialleistungen. Aber zu welchem Preis? Wo kommt das Geld eigentlich her? Wo kommt das Geld eigentlich her? Ist es vielleicht so, dass irgendwo in fremden Ländern Hungerkrisen sind? Weil wir denn alles wegfressen? Okay, dann können wir denen auch Waffen liefern. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Profit. Ja, und wenn jetzt jemand anders hier weitersprechen möchte, kann er gerne hinkommen. Es gibt 1000 Gründe, sich zu empören. Ich bin ja auch nicht allein, ihr seid ja auch alle da. Also ihr könnt weiter zuhören, ihr könnt weiter gaffen. Ihr könnt auch gerne hier einen Regenschirm, Menschenrettungsschirm bemalen. Weil wir retten hier Menschen und keine Banken.